Aus Protest gegen hohe Energiepreise sind in Kasachstan in Zentralasien den dritten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der Metropole Almaty im Süden setzte die Polizei Blendgranaten und Tränengas gegen die Demonstranten ein. Demonstranten hätten versucht, Fenster von Restaurants und Geschäften einzuschlagen. Sie setzten mehrere Polizeiautos in Brand. Präsident Kasym Schumat Tokayev erklärte, diese Gewalt ist illegal und kann Strafen zur Folge haben. Doch wir wollen mit den Demonstranten nicht den Konflikt, sondern den Dialog. Mindestens 70 Menschen wurden festgenommen. Das Energieministerium Kasachstans erklärte den Preisanstieg mit einer gestiegenen Nachfrage nach Flüssiggas, das seit Jahresbeginn an der Energiebörse gehandelt werde.